Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen GFT-Devisenrat am Freitag, dem 4. September. Wir wollen uns heute wieder dem Forex-Markt zuwenden und hierbei speziell dem Euro gegenüber dem britischen Pfund, der sich hier in vielerlei Hinsicht sehr, sehr interessant darstellt. Denn wenn wir hier zum Beispiel auf den Wochenchart als erstes schauen, dann wird offensichtlich, dass wir hier die große Unterstützungszone aus den Vorjahren 2003, 2004, 2008 hier im Fokus hatten, und das hatten wir auch unlängst schon in einer früheren Sendung mal thematisiert, dass genau in diesem Punkt hier ein Scheideweg vor dem Währungspaar steht und entweder hier der Abprall gelingt oder eben hier ein klarer Durchfall, der dann hier nochmals mindestens 500 Pips nach unten offenbaren dürfte. Wir sehen aber in der Vorwoche die starke Kerze, die hier das Währungspaar auf Monatsbasis, also hier die Augustkerze, deutlich emporhob und hier praktisch vom Level bei 0,70 ausgehend einen starken Erholungsimpuls initiierte, die hier jetzt bis zum Level von 0,73 rund führte. Wir sehen jetzt hier im laufenden Monat, der ist natürlich noch recht jung, aber hier erstmal auch einen weiteren Erholungsimpuls in Richtung aufwärtsstrebender Kurse. Letztlich jetzt kommt der Preis zurück. Was ist davon zu halten? Das wollen wir uns jetzt mal ein Stück weit näher anschauen, indem wir hier in den Tagesschart gehen. Und da wird offensichtlich, dass wir hier auch die damals thematisierte inverse Schulterkopf-Schulterformation, die sich hier auch schon mit positiven Divergenzen untermalen ließ, hier direkt im Bereich von 0,70 dann tatsächlich für Kaufinteresse sprach. Das führte dann hier mit Bruch dieser Trendlinie, dieser Art Nackenlinie, zum impulsiven Anstieg. Kleiner Widerstandsbereich 0,7375 erreicht. Dann jetzt hier der Rücklauf. Und genau dieses Level 0,7375 sollte das Währungspaar aber mit Blick auf die nächsten Tage nochmals ansteuern können, um dann hier, wenn es darüber hinausgeht, den nächsten Schritt in Richtung 0,7450 zu vollziehen. Oberhalb dessen wäre dann noch deutlicheres Potenzial hier bis zum großen Widerstand bei 0,78. Es deutet sich aber an, dass der Euro hier rein technisch, wenn es denn gelingt, hier über die Marken von 0,7450, 0,7375 anzusteigen, hier noch deutliches Aufwärtspotenzial hat. Das britische Pfund dürfte dann hier also praktisch in den Rückzug treten und das oder vielmehr den Euro dann nach oben treiben. Dafür ist aber wichtig, dass wir hier diese Formation, dieses kleine Doppeltop hier kurzfristiger Natur, alsbald auflösen. Und hier, das werden wir auch gleich im Intraday-Chart sehen, das Niveau von 0,7250 rund nicht nachhaltig unterschreiten. Denn wenn dies passiert, dann haben wir hier möglicherweise auch den Wiedereintritt unter diese Abwärtstrendlinie, was dann in der Folge deutliche Rücksetzer bis 0,70 wieder initiieren könnte. Aber davon sind wir jetzt hier weg, weil, wenn wir die Saisonalität dazu ziehen, haben wir hier mit Blick auf die kommenden Tage durchaus positiven Rückenwind, der das Währungspaar hier eigentlich bei 0,7250 spätestens abfedern sollte, um dann in den nächsten Tagen hier im Sinne des saisonalen Rückenwinds eben hier eine Attacke auf 0,7375, 0,7450 zu initiieren. Das sieht ganz gut aus. Also hier die inverse Trendwendeformation auf Tagesbasis scheint hier zu fruchten im Kontext gerade der Konstellation hier auf Monatsbasis des Big Pictures auch hier diese Unterstützung verteidigt. Hier im Tageschart eben die Umkehrformation und jetzt jüngst eine kleine Konsolidierung auf hohem Niveau. Da ist es eben wichtig, dass sich hier die Käufer alsbald wiederfinden. Wir haben natürlich, wenn wir hier den RSI-Oszillator noch dazu nehmen, eine kleine Divergenz hier oben, hier im Verlauf zum den letzten Preishochs, was aber positiv ist, hier das Spike vom 24.8. ist höher als hier das Hoch vom 1.9. Insofern hier diese leichte negative Divergenz nicht ganz so offensichtlich, denn auf Intraday-Basis war, wie gesagt, der Preis hier am 24.8. höher. Das sieht schon mal ganz gut aus. Gehen wir mal in den Stundenchart, was ist für heute zu erwarten? Wir haben einen leichten Aufwärtsimpuls, hier die Marke von 0,7250, das ist im Intraday-Bereich ganz klar das Unterstützungslevel. Die Unterstützungszone kann man auch noch ein Stück höher ziehen sogar. Also hier gerade im Intraday-Bereich wäre es schon hier wichtig, im Bereich 0,7275 eine Stabilisierung zu finden. Wir sind hier gerade jetzt am Pivot Point. Wenn das Währungspaar es schafft, hier sich zu stabilisieren, dann kann man davon ausgehen, dass hier kurzfristig bis 0,7330/0,7350 Potenzial besteht. Hier diese starke Kerze vom Vortag. Hier in Sachen der News, die rauskamen, würde dann relativiert werden, was eben im Umkehrschluss weiter anziehende Preise erlaubt. Und insofern hat das Währungspaar hier dann gute Chancen, weiter nach oben aufzudrehen. Das Bild, wie gesagt, auf den übergeordneten Zeitebenen bullisch. Und wenn wir jetzt hier das mal zusammenscrollen, seit dem 24.8. sehen wir hier eigentlich, wie gesagt, nur die große Konsolidierung. Also nach einem starken
Anstieg, eine Seitwärtsphase. Das ist bullisch zu interpretieren und sollte das Währungspaar sowohl technisch als auch saisonal eben weiter nach oben antreiben. Wenn wir hier noch eine kurze Abwärtstrendlinie in den Chart ziehen, dann haben wir auch noch eine zusätzliche Indikation, die hier dann insbesondere weiteren Auftrieb beschert, wenn wir hier 0,7350 eben überschreiten sollten. Wie gesagt, dann wären hier oberhalb von 0,7375, 0,7450 möglich und das wäre dann praktisch auch für heute anhand des Daily Pivot Points, wenn es einen explosiven Move geben sollte, das Maximum, was das Währungspaar eigentlich heute auch absolvieren könnte. Aber es sieht gut aus. Also hier nach dem gestrigen Abverkauf zu den News sehen wir, der Markt stabilisierte sich, zieht in der Asia-Session weiter nach oben an. Jetzt erobern wir beinahe den Daily Pivot Point und grundsätzlich sollte man davon ausgehen, dass das Währungspaar dann im weiteren nach oben anziehen kann und hier kurzfristig 0,7350 und darüber hinaus dann eben deutlicheres Potenzial beweist. Das, meine lieben Zuschauer, wäre es erstmal zum heutigen Devisenradar gewesen. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen vorab ein schönes Wochenende. Wenn Sie mögen, hören wir uns am Montag wieder zur gegebenen bekannten Zeit. Ich sage bis dahin erstmal Tschüss und angenehmes Wochenende.